Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei, ich hoffe ihr auch. Hi! Wenn das nicht anders ist, wenn du vorbeischaust. Okay, für vorbeischauen heute gibt es ein krass Rundengeschenk. Amüsier dich gut. Werde ich doch, Bobby. Heuer mit den neuen Kränen oder alten, je nachdem. Gestern war es ja wieder so eine Tortur mit links Rechtsbewegung, aber das habe ich mir ja selbst ausgesucht. Und da hoffe ich mal, dass wir heute zumindest einen Kran kriegen, bei dem wir nicht unbedingt links Rechtsbewegung machen müssen, aber halt, ja, zumindest eine neue Marke bekommen. Das ist ja eigentlich immer so mein Ziel, so ein bisschen, dass man zumindest eine Marke bekommt, um die man sich halt beim nächsten Mal nicht mehr kümmern muss, aber man kann es halt nicht immer aussuchen. So was wie hier zum Beispiel, dass ich vielleicht diese eine Marke noch hole, oder den hier. Das könnte man sich vorstellen. Aber ist natürlich auch, oh, Mario fällt um. Okay, das ist selten, dass Mario umfällt, aber ja, leider lockern sich dadurch die Wolken nicht und dann macht das natürlich auch nicht so viel Sinn. Aber wie gesagt, immer wieder schön, wenn man dann halt Kräne sieht, die dann schon komplett sind. Und dass man dann, ja, sich dann um die nicht mehr kümmern muss. Zum Beispiel den hier, wäre vielleicht auch nicht schlecht von der Idee her. Aber hier, okay, hier hat man auch nochmal gut gesehen, dass die alle schon locker sind. Weil da hatte ich einmal gemeint, dass man die erst lockern müsste. Dann hat es dann trotzdem gepasst. Aber man sieht hier die, ja, die Breath of the Wild Marken sind da, aber ja. Ist halt echt so eine Sache, das sind wir schon am Anfang. Okay, gut, dann gucke ich nochmal genauer durch, also bis gleich. So, ja Leute, ich spiele diesen Kran hier nochmal und ich hoffe, dass ich hier ja, das N64 diesmal bekomme. Letztes Mal habe ich ja gefailt gehabt dabei und dann gucken wir mal, dass es auch klappt. Ich meine, der Anfang ist eigentlich selbsterklärend. Man greift hier das mittlere Modul und lockert alles. Wobei jetzt eigentlich der Controller nicht hätte umfallen dürfen hier, aber das ist glaube ich auch nicht so wild. Stimmt, das ist glaube ich auch nicht so wild. Weil der dann hier, wenn man jetzt den hier nach unten drückt und das halt ein bisschen nach rechts geschoben wird, dass es dann runterfällt. Ich hoffe es halt, wenn nicht, dann kann ich es jetzt schon wieder vergessen, aber ja. Hat zumindest beim letzten Mal geklappt gehabt. Na komm, alles klar. Okay, da ist zumindest der weg. Ich glaube sogar, dass ich vielleicht ein bisschen mit dem Rechtsbewegung arbeite. Vielleicht fällt er noch runter, weil ich glaube, so wie der jetzt da liegt, kann er mir vielleicht in den Weg kommen. Aber beim letzten Mal habe ich halt so gefehlt, dass ich hier dran gekommen bin und ja, dann kann man natürlich das N64 nicht greifen, wenn der Greifer nicht nach unten geht. So. Ja, normalerweise ist der Controller weg, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja, wenn wir dann nach dem Training dann sehen, los Poppy, dann lass es mal durch hier, go, go, go. Jo. Hier ist heute Trainingskranspiel, viel Spaß beim Üben. Okay, immerhin viele Marken, dann hoffe ich mal, dass ich beim ersten Griff auch möglichst viel lockere. Wäre ja immer wünschenswert. Man könnte natürlich jetzt sagen, man greift hier so rein, dass man halt die Marken hier so nach links drückt, während sie sich lockern und halt die hier alle wirklich gelockert werden. Und man geht ein bisschen weiter links und drückt die hier nach unten. Und das ist natürlich immer die Frage, wie tief der Greifer dann geht, gell? Ah, ist immer so eine Sache. Ich glaube, ich gehe mal hier hin und tue die von der Mitte aus nach unten drücken. Das macht vielleicht so am meisten Sinn. Damit halt nur der linke Arm nach unten drückt, während der rechte frei ist. Viel zu früh losgelassen, aber okay, gut. Ich hätte nicht gedacht, dass er sich so weit lockert, aber okay. Ist immerhin ein bisschen was gefallen. dass er so zurückprallt, das wollte ich eigentlich damit sagen. Tja nun, das ist natürlich eine gute Sache, eine gute Frage, weil jetzt sind die Sachen so verkeilt, dass sie vermutlich nicht runterrutschen werden, selbst wenn ich hier was lockere. Ich gehe trotzdem ganz nach links, ja, und bleib dabei kurz mal stehen. Genau, so, und dass man vielleicht ein bisschen was nach rechts schiebt. Nee, das war nix. Ja, ist ein bisschen ein Thema, guter Kran, aber wenn man selber nicht gut spielt, dann ist natürlich suboptimal. Weil ich weiß auch nicht, wo ich jetzt perfekt reingreifen kann. Ich bin gut hier, aber ansonsten. Komm, machen wir einfach mal, dass ich so knapp reingreife. Ja gut, zum Thema knapp. Dass halt die Marken ein bisschen nach rechts geschoben werden, wollte ich eigentlich damit sagen, aber ich glaube, der erste Griff war schon falsch. Ja, der erste Griff hat schon nicht so gut geklappt. Deswegen ich jetzt hier Probleme habe, weil alles hier so zugebaut ist. So, gerne mal in die Mitte. Die Marken nach links schieben, während ich die anderen nach rechts schiebe. Oder auch wieder nicht. Ja, das ist ein bisschen widersprüchlich, weil wenn hier irgendwas verkeilt ist, dann wollen die Magen natürlich nicht weiter nach rechts rutschen. Was ein bisschen ärgerlich ist, aber was will ich machen? Ja, das hätte wirklich besser laufen können. Aber immerhin habe ich ja eine Runde. So, probieren wir das Ganze nochmal aus mit ein bisschen Schieben. Nee, da schiebt sich gar nichts. Okay, also wenn hier einer von denen umfällt, dann, ja, dann war es das eigentlich schon fast, dass die Magen sich nicht nach rechts schieben lassen. Das hätte wirklich mehr sein können, absolut. Also Minimum 10 eigentlich. Aber ja, da war der erste Griff nicht ganz so toll.
Ach ja, aber nicht so wild, wie gesagt. Meistens ist ja eh der Gedanke da, dass man zumindest eine Runde bekommt oder zwei. Okay. Vielleicht hilft mir das sogar. Könnte ja sein. dass ich halt einen Fehlgriff haben darf, das meine ich damit. Aber dann gucken wir mal. Los, los, Bobby. Go, go, go. Yay. So, ja, der Controller möchte sich leider nicht lockern. Ich habe es ein bisschen versucht, aber der bewegt sich kein Millimeter. Ist natürlich klar, wenn der so reinhängt, dass er halt nicht wirklich nach links oder rechts rutschen kann. Und ich hoffe halt, wenn ich jetzt hier zumindest mal mit dem, ich bin froh, dass ich zwei Runden habe, dass wenn ich hier jetzt einmal reingreife, dass zumindest vielleicht der Controller so ein bisschen nach rechts drückt, dass er dabei halt sich so dreht, dass er dann runterfällt. Und dann hoffen wir das einfach mal, dass es auch klappt. So, vom Griff sieht es gut aus. Na, Controller. Oder, ja, halt einfach N64 fest, genauso gut. Okay, dann freut mich das. Sehr schön. Da hat es gut geklappt. Okay. Ja, komplett ist komplett. Alles klar. Und ja, dann gucke ich schon mal genauer durch, was ich sonst noch spielen kann mit der letzten Runde. Also bis gleich. So, ja, Leute, mit einer Runde ist heute sonst nicht viel zu machen. Deswegen greife ich hier einfach mal rein. Ich gehe jetzt einfach mal bewusst ganz nach links. Einfach nur, um zu gucken, was passiert. Weil, ja, was ich jetzt bekomme oder nicht bekomme, ist ja eigentlich schon fast egal. Damit man halt vielleicht gesehen, damit man zumindest sehen, ob das Training besser hätte laufen können, wenn man vielleicht ganz nach links geht. Und dann gucken wir einfach mal, was sich da halt alles lockert in dem Sinne. Okay, wirklich nicht viel eigentlich, gell? Okay, dann probieren wir einfach mal trotzdem aus, dass irgendwas bewegt. Nee, also ganz links anzufangen macht keinen Sinn. Das sieht man jetzt schon. Ja, aber zumindest eine mag es gefallen, sehr schön. Aber wenn es einem nichts bringt. Okay, ganz links anfangen ist eine dumme Idee. Weil dann lockern sich zwar die Magen so vereinzelt, aber es fällt nicht wirklich viel runter. Also doch schon eher irgendwo in der Mitte anfangen, das macht schon mehr Sinn. Da haben wir zumindest gesehen. Wie gesagt, das war jetzt nur ein Testgriff. Ich meine, bei allen anderen Krähen wäre es genauso abgelaufen. Hätte ich vielleicht eine Marke am vorne bekommen und dann hätte ich trotzdem wieder spielen müssen. Aber dann haben wir das zumindest gesehen. So, aber dann können wir auf jeden Fall schon in die Sammlung gehen, können ein bisschen N64 spielen. Los, los, Poppy, go, go, go. So, das sind wir ja. Und ja, nee, das interessiert uns nicht, sondern das hier. Man sieht auch ganz schön die Module. Das ist halt Super Mario 64, dann Zelda Ocarina of Time. Und das, glaube ich, ist ein Golfspiel, wenn ich mich nicht irre. Halt die japanischen. Weiß aber nicht ganz genau. Und ja, unser Set Nummer 378, das sammelt sich. Und ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne noch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Patch Arcade Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Ihr habt es bei mir gesehen, ein bisschen gefailt. Leider. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.